Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle. Ich zeige euch heute ein schönes Dreieckstuch, gehäkelt komplett aus Baumwolle. Insgesamt ca. 200 Gramm habe ich verhäkelt, 200 Meter. Und hier seht ihr auch schon mal das schöne Tuch. Aus Stäbchen gehäkelt, dabei habe ich die Reihen so ein bisschen variiert. Super, super schön, ganz, ganz luftig mit großen Löchern drin. Kann dann so kompakt getragen werden, aber auch richtig schön luftig für den Sommer und natürlich auch das aktuelle Frühjahr. Und wie es genau funktioniert, seht ihr natürlich jetzt. Okay Leute, los geht's mit der Creative So Cool So Soft Cotton Wolle von Rico Design in Chunky, also für relativ große Nadeln sogar, für 7er Nadeln. Das Ganze 100% aus Baumwolle, 100 Gramm, 100 Meter Lauflänge. Und ja, das Ganze in einem sehr, sehr schönen Rosaton hier. So ein leichtes Altrosa, würde ich sagen. Farbe ist die Nummer 16. Hier gab es auch noch viele schöne andere Varianten. Gefällt mir sehr gut, der Farbton. Fasst sich sehr, sehr schön an, sehr glatt. Hat so einen leichten Welleneffekt drin hier mit diesem einen Faden, der sich halt so ein bisschen drum wickelt. Sehr, sehr cool. Und ja, ich werde das Ganze mit der 7er Nadel häkeln, wie angegeben. Und los geht's. So, ich habe mir den Startfaden einmal aus der Mitte rausgeholt und starte mit dem magischen Ring. Dafür lege ich mir den Faden hier einmal in die Hand, um zwei Finger herum. Und hole ihn dann hier einmal hoch, Finger rausnehmen, so ein bisschen anziehen und dann den Faden auf die Hand und vier Luftmaschen anschlagen. Eins, zwei, drei und Nummer vier. Dann nehme ich einen Umschlag, steche hier ein und häkle ein Stäbchen. Also durch zwei und nochmal durch zwei. Dann eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. In der zweiten Reihe häkle ich jetzt keine V-Strukturen, sondern ich häkle komplette Dreierpäckchen. Dafür starte ich wieder mit vier Luftmaschen, drehe das Ganze einmal um und häkle jetzt hier um die Luftmasche, die ich direkt hier vor dem letzten Stäbchen gemacht habe, drei Stäbchen häkle ich dorthin hinein. Um die Luftmasche herum drei Stäbchen häkeln. Zwei habe ich schon. Hier kommt das dritte. Dann habe ich hier das kleine V liegen der Vorrunde. Und da mache ich jetzt eine Luftmasche, um das zu überbrücken. Das liegt dann hier drüber. Und dann komme ich hier oben schon in die Spitze und in die Spitze hinein häkle ich auch wieder ein Dreierpäckchen. Das wird jetzt nämlich meine Variation. Ich wechsle immer in jeder Reihe ab. Entweder wird in einer Reihe Faust gehäkelt oder es werden die Dreierpäckchen gehäkelt. In der zweiten habe ich jetzt eben die Dreierpäckchen. In der dritten habe ich gleich dann wieder die Faust. So, drei Luftmaschen und nochmal Dreierpäckchen. Dann habe ich meine nächste Einstichstelle tatsächlich hier unten bei der Luftmaschenkette vom Anfang und zwar und nicht hier in dem V. Also ich steche hier nicht in die Luftmasche ein, die eben hier über dem V liegt, sondern wirklich hier unten. Aber ich nehme dazwischen eine Luftmasche. So, Dreierpäckchen, Luftmasche und dann geht es weiter mit dem nächsten Dreierpäckchen. Die Luftmaschen sind dann tatsächlich immer die Einstichstellen für die nächste Reihe. So, Dreierpäckchen, dann eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen zum Abschluss. Das weitere Stäbchen zum Abschluss entspricht natürlich wieder der Dreier-Luftmaschenkette, beziehungsweise nein, der Vierer-Luftmaschenkette vom Anfang. Drei Luftmaschen entsprechen dem Stäbchen und eine Luftmasche eben der einen Luftmasche davor. Dann gebe ich euch jetzt nochmal ein kleines Update, wie es inzwischen aussieht. Hier unten in der ersten Reihe habe ich die Faust gehäkelt, 1, 2. Und dann hier einmal komplett herum die Dreierpäckchen. Das erste Dreierpäckchen direkt hier am Rand eingestochen. Das zweite hier oben in die Spitze, das dritte auch hier oben in die Spitze und das vierte dann hier wieder am Ende und dann hier natürlich auch wieder
beendet mit einer Luftmasche und einem Stäbchen. Genau, so sieht es momentan aus. Sehr schöne große Lochstrukturen drin. Das Ganze dadurch halt eben mega luftig. Jetzt kommt die dritte Reihe. In der dritten Reihe, wie gerade schon angekündigt, werden wieder Faust gehäkelt. Ich starte ohne große Überraschung mit 4 Luftmaschen. Einmal drehen. Dann habe ich hier meine erste Einstichstelle direkt hier vorne liegen. Da häkle ich ein V hin. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Dann direkt danach wieder eine Luftmasche häkeln. Das ist schon die Einstichstelle für die nächste Reihe. Dann liegt die Luftmasche, die ich gerade gehäkelt habe, hier über dem Dreierpäckchen. Und zwischen den beiden Dreierpäckchen, diesen beiden hier, häkel ich jetzt mein nächstes V. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. So. Nach dem V eine Luftmasche nehmen als Einstichstelle für die nächste Reihe und damit komme ich dann hier schon in die Spitze hinein. Stäbchen, Luftmasche und ein weiteres Stäbchen. So, Stäbchen fertig. Dann in der Spitze natürlich 3 Luftmaschen nehmen und das Ganze dann wieder zurückhäkeln. Also wieder ein V. Das V liegt auch noch in der Spitze mit drin. Dann eine Luftmasche. Dann habe ich hier die Einstichstelle zwischen den beiden Päckchen der Vorreihe. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Nach dem V eine Luftmasche. Und meine letzte Einstichstelle liegt dann hier unten. Dort auch wieder ein V hinhäkeln. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen und zum Abschluss natürlich wieder Luftmasche und ein Stäbchen, wie in jeder Reihe, damit ich eben direkt wieder die Einstichstelle hier habe für die nächste Reihe. Und so schön und groß sieht mein Tuch inzwischen aus. Ihr seht hier wirklich jetzt schön so die Varianz zwischen den großen Dreierpäckchen und den schmaleren Vs, die sich eben pro Reihe abwechseln. Ich häkel jetzt nochmal eine Dreierreihe mit euch zusammen und sonst wechselt sich das dann immer wieder ab. Ich häkel jetzt, wie gesagt, nochmal die Dreierstruktur. 3 Luftmaschen, 4 Luftmaschen, das Ganze einmal drehen und dann habe ich hier direkt die erste Einstichstelle. 3 Stäbchen häkeln. Und jetzt ein Punkt, den man eben beachten muss. Ich habe hier das V liegen und die Luftmasche zwischen den beiden Stäbchen des Vs ist keine Einstichstelle. Also hier wird nicht hineingestochen, sondern eben zwischen den beiden Vs. Man erkennt es auch ganz gut daran, dass eben diese Einstichstellen tatsächlich über den Dreierstrukturen der vorletzten Reihe liegt. Also hier habe ich jetzt tatsächlich die Einstichstelle, beziehungsweise die Stelle, wo ich herumsteche und die liegt eben direkt über der anderen Dreierstruktur. 1. Na, was will es denn gerade nicht? Ich hole mal ein bisschen Wolle nach. So, 1 habe ich. Nummer 2 und Nummer 3. Dann eine Luftmasche. Und dann habe ich hier die nächste Einstichstelle. Dann wieder eine Luftmasche. Dann komme ich in die Spitze hier oben rein. Und dort auch wieder Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen. Und damit bin ich mit der ersten Seite fertig und habe dann hier auch 4 Stäbchenpäckchen gehäkelt, 4 Dreierpäckchen. Und hier kann man jetzt auch noch mal schön eben den Unterschied sehen von Reihe zu Reihe. Und dann geht es einmal zurück, wieder mit 3 Luftmaschen und den Dreierpäckchen. Nach jedem Dreierpäckchen eben eine Luftmasche nehmen.
nicht in die Luftmaschen zwischen den beiden V-Beinen eben einstechen, sondern eben dazwischen. Und dann habe ich schon zwei gehäkelt. Hier kommt das dritte. Dann eine Luftmasche. Und damit bin ich dann auch schon hier unten bei dem letzten Päckchen angekommen. Das Dreierpäckchen ist dann fertig. Eine Luftmasche und zum Abschluss wie immer das Stäbchen, um die Einstichstelle direkt für die nächste Reihe zu haben. Und hier dann nochmal so das Update. Die Dreierpäckchen liegen hier wirklich immer schön übereinander. Da erkennt ihr eben, dass ihr richtig eingestochen habt. Dazwischen eben die Reihe mit den Vs, das Ganze da ein bisschen schmaler und eben mit größeren Lücken dazwischen, eben dadurch sehr, sehr luftig. Und als nächstes habe ich dann natürlich wieder die V-Reihe. So, ihr Lieben, inzwischen hat das Tuch eine richtig schöne Größe bekommen. Ich zeige es euch hier nochmal. Hier liegt es so ein bisschen übereinander. Dann haben wir hier den größten Teil und dann läuft es hier wieder zur Spitze zusammen. Und ich bin hier jetzt an der Spitze wieder angekommen. Hier werde ich den Faden gleich kürzen und einmal rausziehen. Dann muss der natürlich noch vernäht werden. Den Übergang zwischen den beiden Knäueln habe ich hier einmal schon mit eingehäkelt. Da vernähe ich die beiden Fäden nachher auch noch. Und der Startfaden muss natürlich vernäht werden. Den habe ich dann hier einmal liegen. Und dann ist das Tuch auch schon fertig. Wirklich richtig schön groß, sehr, sehr schöne Farbe, fasst sich sehr schön an. Und eben mit sehr, sehr schönen großen Löchern drin, richtig schön luftig. Und ich hoffe natürlich, euch hat die Anleitung und das Video wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!